diesem Video zeige ich dir den Schulterwirbel. Mein Name ist Jana und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen und dein Frausein zu feiern. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. So, und wir fangen an. Du kannst direkt mitmachen, wenn du möchtest. Für den Schulterwirbel stellst du dich in eine elegante Pose. Du streckst beide Arme, ja, also nicht hier einfach so hängen lassen, sondern schön strecken und die Handflächen zeigen auf den Boden. Das mit beiden Armen. Und jetzt wirbelst du, das heißt, du drehst beide Schultern nach hinten. Ja, und zwar nicht beide gleichzeitig nach hinten, sondern so beide versetzt voneinander nach hinten. Und genau, stell dir richtig vor, deine Schulter ist mit Wasser gefüllt und du machst diese Kreise so groß wie möglich. Ja? Und dabei kannst du auch ein bisschen rumlaufen. Stellst dich hier hin, machst wieder eine elegante Pose, wirbelst mit deinen Schultern und dann wieder ein paar Schritte zu dieser Seite, wirbelst mit deinen Schultern und das Ganze sieht auch schön aus, wenn du das nur mit einer Schulter machst und dich dabei so ein bisschen ja, zur Seite drehst. Zum Beispiel so. Und dieser Schulterwirbel ist wirklich eine kleine Mini-Bewegung, aber die sieht so schön aus und man kann damit wirklich so, ja, kleine Sache, große Wirkung. Und ja, diesen Schulterwirbel kannst du auch mit anderen Bewegungen kombinieren und das machen wir jetzt einfach mal. Du nimmst wieder eine elegante Pose ein. Wackelst jetzt ein paar Mal mit der Hüfte. 3, 4, Schulterwirbel und Pose. Oder eine andere Möglichkeit. Du stellst dich elegant hin, machst eine Pose. Schulterwirbel, läufst ein paar Schritte, Schulterwirbel, Schlusspose. Genau, also es gibt bei solchen kleinen Bewegungen, wie zum Beispiel den Schulterwirbel, 1000 Möglichkeiten, die einfach mit anderen Burlesque-Bewegungen und Posen zu kombinieren. Genau, und das kannst du einfach für dich einmal ausprobieren. Und wenn du nicht weißt, zu welch toller Burlesque-Musik du das eigentlich tanzen sollst, dann habe ich dir hier auf Spotify eine Playlist erstellt und den Link dazu findest du hier auch unter dem Video. Ja, ich darf leider aus musikrechtlichen Gründen nicht diese tolle Burlesque-Musik verwenden. Ja, aber wenn du dir das mal anhören möchtest, dann gerne auf dieser Spotify-Playlist. Und jetzt tanzen wir einfach noch ein bisschen mit diesem Schulterwirbel. Du kannst einfach mitmachen und ich blende dir das immer ein, was wir hier machen. Ja, also nochmal, los geht's.
Das war der Schulterwirbel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen und freue mich, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Tschüss, deine Jana.